Gibt es oft Touristen in Farnwell? Nö, tatsächlich nicht. Wir haben in unserer Stadt allerdings auch kein Hotel, nicht einmal eine Jugendherberge. Aber wo soll ich dann schlafen? Ich dachte, das wäre alles geregelt. Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es gibt direkt am Hafen eine Kneipe, in der es 3 Gästezimmer gibt. Reicht halt nicht, um riesige Touristenmassen versorgen zu können, aber für ein paar einsame Reisende geht das klar. Dann schwiegen wir wieder, wie eigentlich die meiste Zeit auf der Fahrt. Ich hatte Mr. Phelps in London kennengelernt, als ich auf der Suche nach günstigen Reiseangeboten war. Er hatte mir angeboten, direkt am nächsten Tag die Sachen in seinen Truck werfen zu können und in ein kleines Fischerdorf an der Westküste zu fahren. Er war mir von Anfang an sympathisch gewesen. Etwas ruppig, aber im Großen und Ganzen ein guter Mensch. Ich hatte sein Angebot angenommen, ihn im Voraus bezahlt, etwas riskant natürlich, aber er hatte wirklich nicht viel verlangt und war dann am frühen Morgen in seinen Truck gestiegen. Von London bis nach Farnwell sollten es etwa 4 Stunden sein, doch mit dem alten Truck, der gerade mal 60 Meilen pro Stunde, das sind etwa 100 Stundenkilometer, fahren konnte, dauerte es ein wenig länger, so dass wir erst am frühen Abend Farnwell erreichten. Phelps hatte nicht zu wenig versprochen. Es war ein sehr idyllisches kleines Fischerdorf. Die einzige geteerte Straße schien die Hauptstraße zu sein. Alle anderen waren aus grobem Pflasterstein zusammengesetzt worden. Die Häuser standen dicht an dicht, so dass Phelps mit seinem Truck vorsichtig sein musste, um nicht die Seitenspiegel abzufahren. Irgendwann bog Phelps auf einen Hinterhof ein und parkte dort seinen Truck. So, da wären wir. Willkommen in Farnwell. Vielen Dank. Hat ja mit dem Verkehr alles prima geklappt. Ich stieg aus dem Wagen aus und atmete die raue Meerluft ein. Es roch nach Fisch und nach Wasser und ich fühlte mich wohl. Phelps half mir dabei, meine Koffer in das erste Stockwerk von der Kneipe zu tragen. Sie erinnerte mich sehr an einen Pub in London. Sehr klassisch, Holzbänke, wenig Licht, die Flaschen und Gläser durcheinander hinter dem Tresen in den Regalen einsortiert. Es wirkte sehr charmant, sehr echt, sehr lebendig. Wo ist denn der Besitzer von der Taverne? Ich muss mich doch irgendwo ankündigen. Phelps lachte. Ich hatte Ihnen gesagt, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Das Gasthaus gehört mir. Sie bekommen ein Zimmer mit einem Einzelbett und können so lange bleiben, wie Sie wollen. Frühstück gibt's von 8 bis 9. Um Abendessen müssen Sie sich selbst kümmern. Aber hier gibt es abends auch immer Kleinigkeiten zum Futtern und nicht nur Alkohol. Ist es hier am Abend laut? Wenn die Fischer wiederkommen und Feierabend haben, meine ich. Naja, es kann schon mal lauter werden. Aber um 10, 11 Uhr löst sich das auf. Die müssen ja früh wieder aus den Federn. An Schlaf sollte es ihnen hier nicht mangeln. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Die Menschen hier könnten unter Umständen ein wenig merkwürdig wirken. Es ist einfach etwas Besonderes, hier Touristen zu sehen. Aber ich finde, dass es eine gute Sache ist, wenn das Dorf auch mal Einflüsse von außerhalb mitbekommt. Alles klar. Vielen Dank nochmal für das Angebot. Ja, sehr gerne. Ich war gerade dabei, nach draußen zu gehen, um mir das Städtchen genauer anzugucken, als mich Phelps noch einmal aufhielt. Es gibt etwas, das hier anders ist als in anderen Städten. Ich stoppte und drehte mich um. Und das wäre? Phelps wirkte einige Zeit lang so, als würde er überlegen. Dann schüttelte er mit dem Kopf. Nicht so wichtig. Sie würden es früher oder später sowieso merken. Ich machte mir daraus nichts. Vielleicht hörte der Supermarkt hier schon um 16 Uhr auf zu arbeiten oder sowas und ging durch die idyllische Stadt. Insgesamt fasste Farnwell vielleicht 30 Häuser, also wirklich nicht viel. Doch deswegen war ich hier. Ruhe, Entspannung, weg von dem Londoner Stadtstress. Ich ging am Pier entlang und hörte die Wellen rhythmisch an die Kaimauer schlagen. Es gab gerade mal 2 Bootstege, an denen wenige Schiffe angebunden waren. Auf einem Bootsteg war eine Bank. Ich ging zu ihr hin und setzte mich, genoss die angenehme Wärme, die Luft, die Geräusche und blickte mich um. Ich beobachtete das Wasser, ob ich vielleicht irgendwo Fische entdecken könnte, und dann wurde ich müde, breitete meine Arme auf der Lehne der Bank aus
und legte den Kopf in den Nacken. Irgendwann wachte ich wieder auf und blickte auf die Uhr. 2 Stunden waren vergangen, ohne dass ich es mitbekommen hatte. Ich musste von der Fahrt echt erschöpft gewesen sein, auch wenn ich sonst immer eigentlich gar nicht so einen tiefen Schlaf hatte. Ich bemerkte, dass es nun mehr Boote waren, die angelegt hatten. Offenbar waren die Fischer von ihrer Tour wiedergekommen. Ich rappelte mich auf und blickte auf das orange funkelnde Wasser, angeleuchtet durch die untergehende Sonne. Ich kam mir vor, als wäre ich in einem Gemälde, und ich war glücklich, dass die Natur so etwas zustande bringen konnte. Dann fiel mir auf, dass das Wasser immer noch den gleichen Pegel hatte, wie schon vor 2 Stunden. Es ist nicht gesunken und auch nicht gestiegen, wie es durch die Ebbe oder Flut ja eigentlich passieren sollte. Ich wartete noch den gesamten Untergang ab, bis wirklich der letzte Strahl hinter dem Horizont verschwunden war, und ging dann zurück in die Taverne. Jetzt war sie voller geworden. Die Fischer und auch alle anderen Bewohner von Farnwell hatten sich dort eingefunden, und es wurde still, als ich den Raum betrat. Nur für maximal 1 Sekunde, doch ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht mochten die Eingeborenen keine Touristen, vielleicht fanden sie es komisch, dass ich, auch als sie mit ihren Booten zurückgekommen waren, immer noch auf der Bank schlafend sitzen geblieben bin. Es war mir aber auch egal. Ich wollte meine gute Urlaubsstimmung nicht durch ein paar unmoderne Trantüten verderben lassen. Ich setzte mich an einen freien Tisch und wartete einige Minuten, bis Phelps sich zu mir stellte. »Hast du Hunger oder nur Durst?« fragte er mich. »Beides. Hab hier noch gar nichts gegessen, seit wir hier sind.« »Was darf es denn sein?« »Etwas Klassisches. Fish and Chips, wenn sie's da haben.« »Kommt sofort.« Phelps war auch schon auf der Fahrt nicht so gesprächig gewesen, aber jetzt wirkte er total verändert. Seine gesamte Herzlichkeit war verflogen und er wirkte auf mich nur noch wie ein grimmiger Barbesitzer, der genauso wie alle anderen auch keine Lust auf Touristen hatte. Nach wenigen Minuten brachte er mir ein Pommes mit frittiertem Fisch sowie ein Pint Bier. »Guten Hunger«, knurrte er und wollte sich direkt wieder umdrehen. Doch ich hielt ihn auf. »Wie ist das hier eigentlich mit der Ebbe und Flut? Ich war vorhin einige Zeit lang am Pier und mir ist aufgefallen, dass das Wasser hier weder gestiegen noch gesunken ist.« »Ach das?« Er winkte ab und zuckte mit den Schultern. »Liegt wohl an der Bucht. Ist normal her.« Dann ging er schnellen Schrittes hinter sein Tresen und brach damit das Gespräch mit mir ab. Das Essen schmeckte gut, doch ich merkte, wie mich ständig einer von den anderen Gästen anblickte. Obwohl es nicht nur ein Blicken war, sondern sogar ein Starren. Plötzlich ließ sich jemand neben mir auf einen der freien Stühle fallen. Es war ein alter Mann. Seine wenigen grauen Haare hatte er sich in einem Scheitel über den Kopf gekämmt, und ich erkannte an seinen Händen einige dunkle Narben, wie sie alte Fischer oft haben. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich den Alten etwas verdutzt. »Sie haben vorhin mit Phelps über die Ebbe und Flut gesprochen, stimmt's?« »Ja, er meinte, dass es in der Bucht so etwas nicht gibt.« »Das ist Unsinn. Flut und Ebbe gibt es schon. Zurzeit ist Ebbe. Und die Flut gibt's nur alle paar Wochen mal. Aber dann auch so richtig.« Ich verzog verwirrt mein Gesicht. Was redete der Mann da? »Aber es kann doch nicht sein, dass das physikalische Gesetz hier in diesem einen Ort anders ist als auf der gesamten restlichen Welt.« »Boah, Charlie«, hörte ich Phelps hinter mir fragen. Es schwang ein aggressiver Klang mit. »Ich habe dir sehr oft gesagt, dass du dich hier nicht mehr blicken lassen darfst.« »Hör mal, Phelps, ich...« »Raus jetzt! Oder muss ich erst handgreiflich werden?« Phelps blickte den alten Mann, der offenbar Charlie hieß, mit einem finsteren Blick an. Irgendwann seufzte der Alte, erhob sich und schlurfte zum Ausgang. Kurz bevor er hinaustrat, drehte er sich noch einmal um. »Wer sich zum Honig macht, den benaschen die Fliegen.« Dann trat er aus der Taverne nach draußen. Phelps griff mir an die Schulter und blickte mich ernst an. »Mach dir nichts draus, Kumpel. Der alte Säufer macht Touristen gerne mal Angst.«
ergriff nach meinem leeren Teller und verschwand wieder. Als ich in der Nacht in dem Bett lag, konnte ich nur schwer einschlafen. Ich hatte mein Fenster geöffnet, weil ich dachte, dass die Geräusche der Wellen quasi direkt vor dem Gasthaus mich in den Schlaf wiegen würden. Doch offenbar lag ich falsch. Irgendwann fiel ich trotzdem in einen leichten und albtraumgeplagten Schlaf. Als ich wieder aufwachte, war es draußen noch dunkel. Ich hörte die Wellen, die mir viel lauter als vorher erschienen, und stand auf. Weil es sowieso noch kein Frühstück gab, stellte ich mich an das Fenster und erstarrte. Das Wasser war gestiegen, aber nicht nur ein paar Zentimeter, sondern direkt einige Meter. Die Wellen schlugen ein Stück unter meinem Fenster an die Wand. Das Erdgeschoss von dem Gasthaus musste bereits überflutet worden sein. Ich riss die Tür auf und rannte in Schlafkleidung den Flur entlang, doch konnte Phelps nirgends finden. Ich rannte zur Treppe und wollte, soweit es geht, nach unten gehen, doch konnte schon erkennen, dass auch auf den Stufen sich bereits Wasser angesammelt hatte. Trotzdem ging ich eine Stufe nach unten, weil ich nicht richtig erkennen konnte, ob dort schon Wasser war oder nicht. Ich hörte ein leises Platschen, dann ein Zischen, wie Öl, wenn man Zwiebeln anbrät. Dann zog ein höllischer Schmerz durch meinen Fuß und ich torkelte zurück, humpelte panisch in mein Zimmer. Dort betrachtete ich die Sohle. Das Wasser hatte große Teile von der Haut weggeätzt. An einigen Stellen gab es noch ein wenig dünne Haut, an anderen war hingegen das nackte Fleisch zu sehen, das direkt zu wässern anfing. Ich zog mein Kopfkissen ab und wickelte meinen vor Schmerz pochenden Fuß mit dem Bezug ein. Dann setzte ich mich auf das Bett und starrte nach draußen. Was war hier los? Was sollte ich tun? Wie ließ sich das alles mit dem normalen Menschenverstand erklären? Irgendwann stellte ich mich wieder an das Fenster. Der Schmerz in meinem Fuß war abgeklungen, aber trotzdem hatte ich eine unfassbare Angst vor dem Meerwasser. Der Pegel stieg unaufhaltsam weiter, und nach 3 Stunden, die ich fast bewegungslos auf eine Änderung gewartet hatte, passierte es. Das Wasser schwappte über den Fenstersims in den Raum hinein. Ich versuchte, das Fenster zuzuschlagen. Doch als das Glas und der Fensterrahmen mit dem Wasser in Berührung kamen, fingen auch sie an, wegzuätzen. Ich stellte mich auf das Bett, denn auch von der Tür zum Flur hin kam mittlerweile Wasser hindurch. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, war in Panik. Dann hörte ich ein Motorboot, das langsam, aber sicher lauter wurde. Irgendwann konnte ich es sehen. Und es hielt sogar vor dem Fenster. Mittlerweile war der gesamte Boden mit dem Wasser bedeckt. Ich hätte vor Freude fast angefangen zu weinen, als ich auf dem Motorboot Phelps wiedererkannte. »Sorg endlich dafür, dass es aufhört, Kumpel!« rief er zu mir hinüber. Ich verstand zuerst nicht, was er damit meinte. »Sonst wird das Wasser nicht verschwinden. Es braucht ein außenstehendes Opfer. Sonst wird die gesamte Stadt verschlungen. Sie wollen doch nicht schuld sein, wenn hunderte Bewohner ihre Häuser und ihre Leben verlieren, oder Kumpel?« Ich wollte etwas sagen. Ich wollte ihn anflehen zu helfen. Doch ich verstand, was hier vor sich ging, und blickte betrübt und geschockt in mein eigenes Spiegelbild, das ich auf dem wasserüberdeckten Boden sehen konnte. Der alte Mann, dieser Charlie, hatte mich warnen wollen. Aber durfte vermutlich nicht zu direkt sein. Vielleicht sind die anderen Stadtbewohner brutal. Vielleicht gab es mal andere, die Leute wie mich warnen wollten, die jetzt bei den Fischen schwimmen. Ich wurde aus meinen absurden Gedanken herausgerissen. Spring einfach, wenn das Wasser tief genug ist, und tauch mit dem Kopf ein. So geht es am schnellsten.